Schneller! Bleib auf dem Teppich! Bleib auf dem Teppich! Oh. Merkst du, ich versuche diesmal so viele Wortspiele einzubauen, wie es nur geht. Ich weiß nicht, so schlimm ist das irgendwo gar nicht. Das ist einfach nur ein Mann in einem Kleid mit Schürze. Ja, das ist doch nicht schlimm. Geht der Ding, da ich würde jetzt eigentlich nicht irgendwo drauf gehen. Japan-Klotz. Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Puh. So, und jetzt einfach nur einmal springen im richtigen Moment und dann klappt das. So, und komm schon. Komm schon. Ich glaub ganz fest an dich. Ich erstmal. Oh. Ich bin drauf. Sapi, glaubst du auch daran, dass das jetzt schafft? Nee. Ich will jetzt nichts sagen. Nein, genau, glaubt nicht daran, glaubt nicht daran. Das hat vorhin schon geklappt. Ich glaube daran. Nein! Das wäre gemein. Also noch haben wir keine klare Mehrheit, dass du es schaffst. Gut, wer glaubt alles nicht daran? Wer soll jetzt die Hand heben? Ach, siehst du nicht, schade. Aua! Somewhere beyond the rainbow. Ein bisschen höher ziehen. Ah! Hilf mich! Nicht, dass ich gleich direkt in einen Stachy rein... Das wär's jetzt. Du springst raus und dann kommt er was und du fällst ja wieder runter. So! Diesmal kriege ich ihn. Ja. Ich hebe die Hand. Ich will nicht wissen, wie du die Hand hebst. Soll ja die Hand sonst heben? Nein, nein, nein! Scheibenkleister! Vielleicht landet es ja irgendwo, wo du... Ja! Nein! Nächstes Mal hole ich mir einfach den Stern und versuche nicht dabei runtergeschmissen zu werden. Look on the bright side of life. Die breite Seite des Lebens. Hat schon seinen Grund, warum ich so geschrieben habe. Busch. Ah! Ach so. Jetzt komme ich langsam drauf, was mit dem Handheben da gemeint war. Nein, nein, wir sind hier nicht bei Professor Chelmy. Ah, und Inspektor Layton. Genau. Inspektor Chelmy so, soll ich mal die Hand heben? Nein! Nur zur Begrüßung, ja, klar, okay. Diesmal schaffe ich's, okay? Ich kann alternativ auf die Tüten. Ich verspreche es. Jetzt schaffst okay. Du nicht mehr. Kannst dich auf den Kopf stellen, Füßen wackeln, von mir aus an der Stange im Hintergrund tanzen, das schaffst du nicht. Ich bin dann mal. Das könnte man zu der Musik sicherlich sehr gut. Wir könnten Emmy als Gast einladen, ich tanze so hinten für uns. Ich habe leider kein Emmy Cosplay Kostüm. Wenn jemand eins für mich hat, dann mache ich das. Oh, du bei, oh Gott! Bei 5000 Abonnenten kann man das schon mal machen. Es sind ja nicht mal 5000, das wären noch nicht mehr irgendwie. Deswegen sage ich dir, du hast noch ein bisschen Zeit. Dann so die ganzen Abonnenten, boah, was hast denn du da gemacht? Ja, das war eins meiner frühen Videos, wie alt ist denn das? 2 Wochen. Ah. Yes. Okay. Das Schlimmste ist geschafft. Nein. Jetzt ist das Schlimmste geschafft. Nein, immer noch nicht. Also, das Schlimmste vor dem Allerschlimmsten. Warum wirft der Lakito nicht einfach die Stacheln in die Kanone rein? Weil er nicht zielen kann. Ich wollte gerade sagen. Okay, er ist gerade so rum.
soll denn sonst rum sein? Andersrum! Wir sind hier nicht bei Gaylord. Der war ganz schön nah dran. Ich würde ja jetzt sagen, wir hätten das vor 10 Minuten schon haben können, aber okay. 10 Minuten nach 20. Okay, wir sind durch mit dem, mit der Welt, ja? Ja, positiv abgerundet. Okay, also ich weiß, ich krieg noch einen Stern, nee, zwei Sterne bei Bowser. Das heißt, mir fehlen noch 4. Wo sind die 4? Wenn ich überall, Moment, was ist mit dem hier? Der müsste, stimmt, hier gibt's auch noch einen Stern, glaube ich. Hier müsste ja irgendwo... Ah! Tada! Okay, einer davon ist schon mal da. Gut, und wo ist der Rest? Ja, nur 3. Ja, aber wo sind die? Wo sind die denn, wenn du spielst? Wo sind die letzten 3 Sterne? Kann mir das ja mal jemand sagen? Es kann ja im Grunde nur bei diesen ganzen Zusatzorten sein, oder? Ja, aber wo da? Das ist ja das. Also Moment, ich gucke auch noch mal. Geheime Sterne 25. Und 30 sind es wohl dann insgesamt. Wenn die bei Bowser auch als Geheimstelle zählen, die 2 sind es 27 und dann noch 3? Ja, ja, das sage ich ja so. Okay, dann, wo sind die? Wo könnten die sein? Ich meine, da ist nichts mehr. Wenn es Geheimsterne sind, dann müssten die ja durch geheime... kann doch mal jemand googeln? Sind nur noch 3 Stück. Geheime Sterne, Super Mario. Also ich weiß, hier haben wir schon einen. Aber wir können ja mal, also gehen wir mal alle durch und ich sag dann, welche ich habe und welche nicht. Uiuiui. Ich meine, ich habe von allen Dings, von allen Türchen, wo man Figuren bekommen kann, habe ich auch den Geheimstern. Also hier. Zerstöre die orangen Kisten im rechten Teil des Schlosses, dann kommst du in eine geheime Welt. Wo? Hier steht irgendwas mit orangefarbene Kisten im rechten Teil des Schlosshofs, dann kommst du in eine geheime Welt. Also außen. Ja, hier steht nur Schlosshof, also ich denke mal draußen irgendwo. Ja, klingt so. Okay, gut, orange Kisten. Geheimer Teil. Ich weiß hier natürlich nicht, ob das irgendwas ist, was schon gemacht wurde, oder ob das was Eigenes ist. Ach, Schlosshof, rechter Teil, ups. Ich glaube, das hatten wir. Ja. Das ist das hinten bei Boo, bei den Boos. Ah, okay. Okay, weiter. Was noch? Hier gibt es ganz viel mit 8 roten Münzen, aber ich denke mal, das hast du alles schon. Ja, wie jetzt? Der in dem Schlosshof mit 8 roten Münzen, oder wie? Na, das hast du sicherlich alles schon, deswegen. Was haben wir hier? Hol dir im Luigi-Level mit Luigi die Powerblume, renne nur so schnell wie möglich in den letzten Raum vor dem Boss und spiel durch das Geisterbild. Hä? Moment, nochmal was? Hol dir im Luigi-Level mit Luigi die Powerblume, renne nun so schnell wie nur möglich in den letzten Raum vor dem Boss und springe durch das Geisterbild. Okay, ich kann's versuchen. Du hast 2 Steine bei der Rutsche, ich weiß nicht, ob du beide hast. Ja, die Rutsche müsstest du haben. Ja, die Rutsche habe ich beide. Na, was ist denn das Luigi-Level? Das Luigi-Level ist doch das mit dem Geisterbild, mit, oder? Ja, wo man reinkommt, wenn man... Ne, Moment. Luigi, ach so, das in dem Geisterhaus. Also hier steht Luigi Level, also ich denke mal, die meinen das damit. Mhm, das in dem man Luigi bekommen kann, vor dem Geisterboss-Ding. Ja, ja, und da soll ich mit Luigi rein? Das ist jetzt nur Mutmaßung, weil ich nicht weiß, welche geheimen Dinger dir fehlen. Also hier steht, ja, aber sag doch nochmal, ich glaube, das Ding fehlt mir, ja. Renne deswegen in den letzten Raum vor dem Boss so schnell wie möglich und spring durch das Geisterbild. Okay. Dann nehmen wir uns erstmal Luigi dafür. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je, Mini. Okay, also, den durfte ich noch nicht haben. Das durfte einer von den dreien sein. Und währenddessen können wir uns ja schon mal... Hä? Hier steht was, die Pauserblume. Also, ihr wollt eine Powerblume steigen, da steht Pauserblume. Das ist ja nämlich was an Bowserblume. Die Bowsers Pausenblume. Die Pauserblume. Also hier war auf jeden Fall was, das hatte ich schon. Genau, das wird wahrscheinlich das gewesen, was ich vorhin gesagt habe. Das hatte ich. Ja. Ja! Ho! Let's go! Hey, cool!
So, getroffen. Also so schnell wie möglich in den letzten Raum vor dem Boss und dann durchs Geisterbild. Okay. So, ich gehe mal in das da. Yay! Woo! Okay, hier geht's schon nach oben. Das ist schön. Dann muss ich ja nichts machen. So, mit der Blume und dann durch das Geisterbild. Wie war das? Ja. Okay, kann ja nicht viel schief gehen, würde ich sagen. Ach komm. Deine Master Show, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich's hab. Deswegen, weil, warum sollte ich das haben, wenn ich mit Luigi da nie drin war? Sondern nur Luigi da geholt hab. Ah nee, ich war da mal mit Wario drin, aber das hilft mir ja auch nichts. Weil ich diese eine rote Münze noch wollte. Ach, die das meine mit Luigi Level oder was? Mhm. Hör auf zu lachen, du Vieh! Oh, fuck! So viel dazu, da kann nichts schief gehen. Naja, ich verliere keine Leben dabei und. Ja. Also, es geht nichts schief. In dem Sinne. Da steht oh, hier. Das zum Glück hört ihr das jetzt gerade nicht. Okay, das, was da noch steht, sage ich dir dann zum Schluss. Mhm. Okay, hier geht's weiter. Okay, da vorne. Und hier gibt's dann diese Blume. Und da in das Bild rein. Schätzt mal. Hä? Ne, Moment, wo muss ich hin, dass ich da so eine Blume kriege? Das steht hier nicht, da steht bloß, du brauchst eine Powerblume. Ja, aber wo ist die? Hier ist doch gar keine. Aber wo ist die denn dann? Ich hab hier keine Powerblume. Ich bin ja geisterhaft. Unsichtbar. Aha. Oder die ist hier drin. Ich glaube, da war sowas. Aber Moment. Ah, ich hol mir dann mal einfach den. Das wäre ja echt gemein. Muss ich mal ehrlich sagen, also das wäre unfair. So, soll ich einfach mal kopieren den Text und in den Chat packen? Nee, brauchst du nicht. Also, du hast ihn ja tausendmal vorgelesen. Kannst du trotzdem mal machen für die jetzt im Chat lesen wollen. Guck mal. Mhm. So, ich bin ja noch erstmal essen, also ich werde dann sehen, wenn ich wiederkomme, wie ich das gemacht habe. Ob ich es geschafft habe. Oder, ah nee, oh Gott, ich muss da ganz schnell sein. Ich weiß nämlich, wo ich das Ding herkriege. Und da ist es nicht. Ja, da war ja bloß die letzte rote Münze. Okay, also. Okay, dann würde ich sagen, dann lasse ich mich jetzt noch mal gerade kurz treffen. Boing. Ja! Ah! Oh, hört auf mich zu bullieren oder so. Oh Gott. Oh Gott. Dann haben lass sie doch. Nein, es tut mir weh. So und jetzt. Oh Gott. Okay, los geht's. Ha! Gut. Zeitmäßig passt's. Und Stern. Puh, geschafft. Ja klar. Los geht's damit. So, und jetzt? Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Gut. Aber jetzt brauche ich bloß den Kurs zu verlassen. So, aber was waren jetzt die nächsten? Kann mal jemand weiterhelfen? Ich habe nämlich gerade keinen Plan. Jo. Also ich habe auf jeden Fall das Ding im Wario-Level schon geholt. Und im Mario-Level hatte ich eigentlich, glaube ich, auch alle. Was? Wie? Was? Schwertfisch? Ich mach mir gleich selber was auf. Moment.
So, damit ich nämlich mal gucken kann. Also, wie war denn das? Mario 64 DS Secret Stars. So.